Diese Bilder sehen wir in der Stadt häufiger. Einige Cottbusser reagieren sich an den Haltestellenhäuschen ab. Neuestes Beispiel die Bahnhofstraße. Von den Tätern fehlt wie so oft jede Spur. Leider haben wir noch keine Täter fassen können. Es ist aber eine Anzeige gegen unbekannt gestellt worden. Und das war auch ein Schaden in besonderer Art, dass 3 Scheiben gleichzeitig zerstört wurden. Kannten wir so auch noch nicht, kommt aber immer wieder mal vor. Den größten Schaden hat es vor 2 Jahren gegeben. Unbekannte haben regelmäßig die Fahrscheinautomaten gesprengt. Cottbus Verkehr musste für die Reparatur und Neuanschaffung mehrere 10.000 Euro bezahlen. Die Fahrgäste konnten sich wochenlang an den betroffenen Haltestellen keine Tickets kaufen. Außerdem machen solche Schäden dem Unternehmen finanziell schwer zu schaffen. Das ist so, dass Schaden, die die Scheiben betreffen oder die Fahrplanaushänge, auf mehrere 100 Euro sich in der Regel belaufen. Wenn tatsächlich ein Automat gesprengt wird, was vor allem in den letzten Jahren immer mal vorkam, dann ist die Schadenssumme deutlich höher. Und dann kann es auch sein, dass dadurch andere Sachen erstmal ein Stück verschoben werden müssen. Haltestellen zu beschädigen ist kein Kavaliersdelikt. Die Polizei ermittelt sofort. In den meisten Fällen muss das Verfahren wegen zu geringen Hinweisen eingestellt werden.